So, liebe Freunde der gepflegten Presseanfragen. Heute vor einer Woche hatte ich 5 Stück gestellt. Ich wollte unter anderem wissen, wie das Durchschnittsalter der bis dato oder bis dahin 95 Verstorbenen war. Durchschnittsalter von 95 Menschen. Die Stadt hat mir geantwortet, könne sie mir nicht beantworten wegen Datenschutz. Herzlichen Glückwunsch, liebe Stadt. Ihr wisst es genau, ihr wollt es nicht sagen. Wir werden sehen, was bei rumkommt. Zweitens, ich wollte wissen, wie viele der 95, inzwischen sind es über 140 Verstorbene im Zusammenhang mit Corona, wie viele der 95 denn obduziert worden sind? Antwort der Stadtverwaltung: Wenden Sie sich dazu bitte an die einzelnen Krankenhäuser. Das Gesundheitsamt ist also nicht in der Lage, diese Daten selbstständig abzufragen bei den Krankenhäusern. Sie überlässt es der Presse. Das Gesundheitsamt hat offenbar auch daran kein Interesse. Was habe ich noch gefragt? Ich wollte wissen, wie viele Tests, also wie viele PCR-Tests, die mitnichten den Virus oder eine Infektion nachweisen, sondern Bruchstücke dieses Virus, wie viele PCR-Tests in den städtischen Krankenhäusern gemacht wurden. Es waren über 20.000, weit über 20.000. Wenn ihr es genauer wissen wollt, guckt euch die Videos an, sollte aus der Überschrift, aus dem Titel des Videos hervorgehen. Was wollte ich noch wissen? Wie viel Bußgeldbescheide die Stadt wegen Verstößen gegen die Mund-Nase-Bedeckungspflicht begangen wurden, beziehungsweise wie viel erfasst wurden? Antwort: 82 Bußgeldbescheide wurden verschickt, 72 stehen noch aus, werden noch geprüft, weil die Menschen, die also eine Ordnungswidrigkeit aufgebrummt bekommen sollen, die dürfen sich natürlich erstmal äußern und gegebenenfalls einen Attest nachweisen. Auch das ausführlich bereits in dem Video geschehen. Also, seit April 154 Verfahren insgesamt, davon 82 mit bereits verschicktem Bußgeldbescheid und 72 noch offen. Diese Menschen werden regelmäßig von der Politik beschuldigt, sie wären schuld daran, dass wir jetzt überhaupt einen Lockdown brauchen. Das ist natürlich komplett an den Haaren herbeigezogen. Das Gesundheitsamt hat von rein gar nichts eine Ahnung. Es will offenbar auch gar keine Ahnung haben. Und um meine Freude noch größer zu machen, kriege ich dann noch eine Mail vom Chef des Presseamtes, vom Kai Schulz, der mir irgendwas von fairem Umgang miteinander erzählt und Qualität und guter Zusammenarbeit und Schnulli, um mich dann auf den Sankt-Nimmerleins-Tag zu vertrösten. Dafür möchte ich ihm ausdrücklich danken, weil es mir zeigt, dass ich genau auf dem richtigen Weg bin. Und damit wir vielleicht alle zusammen ein bisschen Druck ausüben, würde ich mich freuen, wenn ihr dieses und auch die anderen Videos von mir von heute fleißig teilen würdet. Mein großer Dank gilt meiner Freundin Christine, die mir regelmäßig mit Rat und Tat zur Seite steht. Vielen Dank und pfiat's euch!